Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es wieder eine Runde Clash of Empires. Ja, in der letzten Folge haben wir uns ja einer Gilde angeschlossen und haben ein paar Kämpfe bezwungen und sind natürlich ein bisschen weitergekommen, haben hier Hauptgebäude auf Stufe 3 gebracht. Und man kann hier irgendwie seinen Gildenmates helfen, womit auch immer. Ja, auf jeden Fall sind wir jetzt erstmal hier drin, was das Ganze noch genau bringt. Man kann sich wahrscheinlich gegenseitig hier so ein bisschen unterstützen. Man kann sich wahrscheinlich hier Ressourcen liefern und sowas. Aber ja, gut, ich habe derweil schon wieder ein bisschen was gemacht. Und zwar, hier ist jetzt gerade die Goldmine fertig geworden. Mehr konnte ich aber jetzt noch nicht machen, weil ich habe zwar genug Ressourcen, aber mir fehlt chronisch das Gold. Und wenn man Gold haben will, dann muss man kämpfen. Überfälle habe ich nochmal ausprobiert. Da hat ja die letzte Folge geendet. Und zwar sind die anscheinend noch so ein bisschen verbuggt. Also da können wir jetzt noch nicht weiter großartig was unternehmen. Ich habe meinen Helden hier, den hier in die Verteidigung geschickt. Das heißt, ich kann mit ihm hier angreifen. Das ist auch nochmal ganz wichtig zu erwähnen. Und wir haben aber noch genug Gold, um den Wucherdschungel freizuschalten. Das nächste Habitat sozusagen oder das nächste, die nächsten, ja, die nächste Region, Dungeon-mäßig so, ne? Let's go. Und damit haben wir wieder neue Kämpfe. Hier können wir zwar auch noch Sachen so erkunden, ne? Allerdings haben wir dafür nicht die nötigen Aktionspunkte am Start. Die haben sich immer noch nicht aufgeladen, denn wir sind hier, oder ich spiele immer noch am ersten Tag der Aufnahme. Mache jetzt aber schon mittlerweile das dritte Video hiervon. Ja, und genau, da müssen wir auf jeden Fall warten. Ich habe jetzt auch keine Biere mehr, die ich trinken kann. Groß. Doch, tatsächlich, ich habe noch welche. Ja gut, dann nutzen wir die mal gleich. Ja, zack, zack. Aktuell haben wir 21. Saufen wir alles weg. Ich weiß gar nicht, wir gucken mal, wir trinken mal erstmal so viel, dass wir vielleicht für eine Region hier ausreichend Aktionspunkte haben. Da 35, 40. Haben wir noch hier irgendwie ein bisschen weniger? 40, ne, ja. 5. Okay. Nice. Ja, dann würde ich sagen, dann machen wir mal erstmal, oder machen wir die hier? Die bringt 2200 Dings. 12 Stunden? Okay, die mache ich jetzt noch nicht. Ich mache mal erstmal die hier. Starten wir. Nicht genügend Aktions. Achso, okay. Müssen wir noch einmal aufladen. Machen wir das mal. Zack, trinken noch einmal. So. Und dann gehen wir hier zur Kampagne. Und starten das Ganze. So, bekommen dann hier ein bisschen Belohnung dadurch denn. Ne, haben jetzt noch einen Aktionspunkt über. Und wir können jetzt erstmal ein bisschen kämpfen. So, wir greifen an. Ist natürlich schade, so mit diesen Aktionspunkten. Das ist so ein bisschen wie die Abenteuerlust in Shakes and Fidget. Die Alu, die man zur Verfügung hat. Ja, und ja, genau. Da ist dann halt nur begrenzt ein bisschen am Start. So, ich hatte gerade überlegt, ob ich die Soldaten zweimal reinnehme anstatt die Kavallerie, weil meine Soldaten noch ein bisschen stärker sind, aber ich lasse das so erstmal. Und mit dem Bogenschützen, also mit unserer hier mit unserem Helden sollten wir sowieso ganz gut unterwegs sein. Ja, da der ja schon ein bisschen mehr Schaden raushaut. Im Notfall haben wir auch noch einen Feuerball am Start. Oh. Aber wir kriegen tatsächlich relativ gut aufs Maul gerade. Ich setze mal einen Feuerball ein. Der hat gar nichts getroffen. Oder wie sehe ich das? Das ist ja nicht so cool. Ich hoffe mal darauf, dass die noch ein bisschen zusammenlaufen irgendwie. Scheiße. Was mache ich denn jetzt? Verlieren wir unseren ersten Kampf hier? Laufen die zusammen? Stellt euch mal zusammen hier. Nee, die laufen genau nicht zusammen. Was mache ich denn jetzt? Hä, warum trifft der nur einen? Aber mein Held ist stark. Oh, aber schafft der alles? Nee, der schafft nicht alles. Nein, wir verlieren unseren ersten Kampf. Oh nein. Alter, warum waren die denn so stark gewesen? Wir haben verloren. Ich glaub's nicht. Weiter. Ja, dann haben wir jetzt ganz umsonst ausgebaut. Und vor allen Dingen, wir haben jetzt auch... Ich weiß nicht, was haben wir jetzt? Kann mein Held... Muss ich meinen Held ausruhen oder so? Oder... Wir haben noch ein paar Soldaten hier. Ah, ich hätte vielleicht Zaubersprüche noch mitnehmen sollen, wa? Warte mal, das machen wir mal erstmal. Formation, Angriff. Wir formen erstmal eine Formation. So, du kommst natürlich nach ganz hinten. Dann haben wir hier noch ein paar Einheiten. Und zwar... Nehmen wir einmal die auf jeden Fall mit. Zaubersprüche. Nehmen wir alles mit. Ja, warum nicht? Und nochmal Soldaten. Die sind momentan, denke ich mal, am stärksten. Der Rest bringt mir, glaube ich, noch nicht so viel. Genau. Und dann kommen die ein bisschen zentral. Nein, ihr kommt hierher. Die kommen so ein bisschen zentraler hier. Speichern. So.
Und dann gehen wir jetzt nochmal rein. Zack, Angriff. Und jetzt haben wir noch einen Heilzauber. Ich hoffe mal, das ist ein Heilzauber. So, ja, das ist die Formation gewesen, ne? Genau. Kampf starten. Let's go. Ich hoffe mal, dass das jetzt klappt. Wenn nicht, wäre uncool. So, und ich hoffe mal, das ist ein Teil, was ich hier nicht einfach so aktivieren muss, sondern was ich raufziehe auf die Fläche. Sonst warte ich mal, bis der erste. Ah, jetzt so langsam. Okay. Gut. Gut zu wissen. Ja, es ist so ein Flächenzauber. Also man muss den dann auf die Fläche ziehen, wo man den hinhaben will. Ja, aber man sieht, meine Soldaten sind noch super, super stark. Und durch den Heilzauber hat das Ganze natürlich nochmal ein bisschen mehr Wirkung. Ja, ist auch ganz gut, dass die dadurch zusammenstehen. Dann hat das Ganze nochmal ein bisschen mehr flächendeckende Wirkung. Und ja, ist auch, finde ich, gut, dass mein Held sich nicht erholen muss oder so, weil das ist bei Clash of Clans immer so, wenn der stirbt, dann braucht er eine Zeit, bis der dann mal wieder revived und so. Und ja, das ist dann ziemlich nervig. Aber ja, das geht ja dann einigermaßen klar. So, jetzt müssen wir aber erstmal ein bisschen schauen hier, dass wir auch einigermaßen klarkommen. Und zwar holen wir erstmal hier unseren ganzen Stuff ab. Zack. Gold haben wir immer noch nicht viel. Ja, also, ich weiß nicht, Gold. Ich habe zwar hier die Goldmine auf Stufe 3, aber es bringt noch nicht so viel. Hier bekommen wir auch kein Gold. Obwohl, doch, 100. Naja, ein PvP-Kampf kann ich nicht absolvieren. Der ist momentan irgendwie verbuggt. Joa, weiß ich sonst auch nicht, was ich da großartig machen kann, soll. Wir gucken aber erstmal, ob wir unseren Helden vielleicht auf die nächste Stufe bekommen. Wie sieht es denn hier aus mit den Fähigkeiten? Maximale Stufe steht hier zwar, aber ich weiß nicht, das stimmt nicht. Weil die Passive ist ja ab hier. Das ist wahrscheinlich der Balken, der sich füllen muss. Oder muss ich da Stufe 10 sein? Erreiche Stufe 10. Okay, also bringt mir das gar nichts, das jetzt zu skillen, sondern ich muss erst das hier skillen. Also verwenden wir das mal. Health 10. Und was war das? Damage 1 oder was? Wir probieren nochmal. Verwenden. Ja, Damage plus 1. Okay. Ja, wir committen jetzt voll hier zu diesem Helden. Ich glaube, weiß ich nicht. Die sind zwar, also die würde ich zwar gerne nehmen hier, Fidget und Shakes. Aber da erstmal hinzukommen, weiß ich nicht. Ja. Keine Ahnung. Wir bleiben erstmal hierbei. Wir kriegen ja noch genug, denke ich mal. Deswegen upgraden wir sie erstmal hier auf, ja, kriegen wir sie auf Stufe 10? Nee, nicht ganz. Aber wir versuchen es zumindest. Ja, haben sie jetzt voll durchgecarried hier. So, mehr haben wir nicht an Weisheiten für sie. Also da sind wir jetzt dementsprechend schon mal ein bisschen stärker geworden. Wir können ein bisschen ausbilden. Warte mal, können wir schon ein bisschen weiterbilden vor allen Dingen. Zivilmäßig haben wir noch. Mage-mäßig. Schaden, Feuerball. Okay, das kann man auch noch alles hier machen. Militär. Kavallerie, Fernkämpfer. Ja, ich möchte eigentlich mehr mich so auf Nahkämpfer konzentrieren, wenn das ginge. Aber ich muss dazu alles freischalten hier. Das natürlich. Ja, und da fehlt uns wieder das Gold. Oh, ist das ärgerlich. Brauchen wir hier überall Gold für? Wir brauchen überall Gold. An Gold kommt man wirklich ziemlich schwierig ran, muss ich sagen. Da muss ich mir noch irgendwas überlegen, wie man da irgendwie mal ein bisschen besser irgendwie rankäme. Keine Ahnung. Achso, hier ist der Gilden-Button, by the way. Okay. Ja, vielleicht bei Überfällen kommt man besser an Gold. Naja, auch nicht viel. 7 Gold ist jetzt auch nicht die Welt. Ich möchte jetzt auch nicht kämpfen, weil ich sonst hier wieder, keine Ahnung, das sonst verbuggt ist. Hier bekommt man auch kein Gold. Ja, das ist ziemlich schwierig. Aber wir gehen mal in den Fight rein. So, wir haben jetzt hier über 4000, ja, Ehre oder Kampf-Stats. Keine Ahnung, Kampf starten. Und da haben wir ein paar Bogenschützen. Oh, gegen die Bogenschützen wäre jetzt der Feuerball gut gewesen, muss ich sagen. Aber wir haben leider keinen Feuerball am Start. Deswegen hoffe ich mal, dass wir die auch so hier down kriegen. Der Feuerball wäre ideal. Die sind so anfällig gegen den Feuerball. Wir benutzen einmal den Heilzauber. Weil die stehen so schön zusammen und ich glaube, die halten auch nicht so viel aus. Also, ja. Da ist er wirklich super geil gegen. Aber ja, haben wir leider nicht zur Verfügung. So, kriegen wir das hin? Ja, ne? Wenn die erstmal dran sind am Gegner, dann sollte das eigentlich gut klappen. Das war die Fähigkeit von unserem Bogenschützen hier, dieser Flächenschaden. Und wir bekommen ein paar neue Ressourcen.
So, Stufe 10 wäre nice, aber ob wir das hinkriegen, weiß ich nicht. Müssen wir mal schauen. So, derweil wird hier ein bisschen weiter erforscht. Wir kämpfen einfach mal weiter. Da haben wir noch ein XP-Buch. Aber hoffentlich schaffen wir das. Oh. Die sehen schon ziemlich stark aus, muss ich sagen. Also die Schlacht verlassen. Ja. Mal gucken. Kann ich noch irgendwas da, weiß ich nicht, verbessern oder so? Irgendwie noch mehr. Irgendwie müssen wir das schaffen, noch mehr Einheiten aufs Feld zu bringen. Aber ich weiß noch nicht, wo das Kaserne. Ausbildungskapazität. Das ist die Ausbildungskapazität. Was haben wir hier? Holzfällerhütte? Okay. Taverne. Das sind die Helden. Okay. Ach so, Aktionspunkte. Ah, okay. Ah, man kann auch mehr Aktionspunkte bekommen. Alles klar, alles klar, alles klar. Joa. Ist schwierig. Weiß ich nicht. Bekommen wir vielleicht noch später oder so. Oder ich übersehe was. Kann auch sein. Aber momentan sieht es nicht so aus, als ob wir da noch mehr auf den Platz bekommen hier irgendwie. Stallung? Nö. Ja, okay, wir können es versuchen. Ob das klappt, weiß ich nicht. Wir haben noch zwei Heilzauber. Deswegen, aber wenn wir das schaffen, dann kriegen wir ein XP-Buch und wahrscheinlich unseren Held auf die nächste Stufe. Ich weiß mal, ich glaube, ich stelle die so hin. Oder, nein, ich lasse die, glaube ich, so. Ja, wir können es nur probieren. Keine Ahnung, ob es klappt. Apfelsaft oder so. Okay, geiler Name. Das wird, glaube ich, nichts. Das sind zu viele Einheiten. Aber wir können es versuchen. Nicht so doll splitten. So, wir haben ein bisschen Heilzauber. Nee, das wird nichts. Da brauche ich den als anderen Heilzauber gar nicht einsetzen. Das schaffen wir nicht. Da müssen wir noch ein bisschen stärker werden. Ja. Also, das kriegen wir noch nicht hin. Schade. Schade, schade, schade. Haben wir einen Heilzauber gewastet und natürlich Einheiten, die wir jetzt erstmal wieder ausbauen müssen. Aber das ist nicht so schlimm, weil die kosten nur Ressourcen und so. Ausbildung, 20 Stück hier, Ressourcen und Holz, das ist jetzt nicht so dolle. Ja, also. Und das dauert auch nur 5 Minuten, deswegen, das geht fix. So, hier kann man auch was ausbilden. Das kostet schon ein bisschen mehr hier. Ja, davon habe ich auch schon 15 Stück, also, ja. Weiß nicht. Kann man nur an dieser. Ja, man kann nur an dieser Station angreifen. Ich habe nichts anderes mehr gerade. Deswegen sind uns da momentan, zumindest momentan, bisschen die Hände gebunden. Aber ist nicht weiter so wild. Wir werden erstmal gucken. Ja, ich weiß nicht, uns fehlt an allen Enden und Ecken das Gold. Außer hier. Das kostet kein Gold. Deswegen können wir das auch ausbauen. Ja. Können das noch mit einer Minute. Ah, nochmal hier, zack. Nochmal eine Minute gespart hier, ja. Können wir das Feld nochmal auf die nächste Stufe bringen. Und ja, ansonsten, das geht auch ohne Gold, okay. Nice. Das war das. Ja, und das kostet dann nachher alles Gold dann wieder. Und die ganzen Erforschungen und sowas, das kostet dann auch alles Gold. Also, ja, da müssen wir mal schauen, wie wir da am besten rankommen. Auf jeden Fall die Goldmine, das ist jetzt auf jeden Fall das, was ich eh jetzt auf die höchste Stufe gebracht habe. Höher geht es ja nicht als mein Hauptgebäude. Ja. Und das dauert, bis wir das auf die nächste Stufe gebracht haben. Deswegen müssen wir uns dahingehend auf jeden Fall erstmal nochmal ein bisschen gedulden. Ne? Und erstmal die Sachen ausbauen, die kein Gold kosten. Ich wüsste jetzt auch gar nicht, wo man noch hier irgendwie aktiv an Gold kommen könnte. Ja. Okay, ein Lockbonus knallt rein. Alles klar. Da müssen wir auf jeden Fall aktiv bleiben. Wir sind auf Platz 7. Ey, wir sind in den Top 8 angekommen. Ja, sehr nice. So, also auf Platz 5 könnte ich noch kommen. Aber danach wird es hier schon, da sind die schon, die Tester hier schon ein bisschen weiter als ich fortgeschritten. Aber ja. So. Steinbruch kostet auch Gold. Das hier kostet auch Gold. Es kostet alles Gold, außer halt, ja, das hier und was war das? Achso, das war. Ich muss immer zweimal, dreimal gucken. Ich muss das erstmal alles für mich aufsaugen hier. Geschützte Nahrung, das bauen wir mal aus hier. Zack, falls ich überfallen werde. So, wir können noch mal versuchen, ob das hier geht mit dem Überfall irgendwie. Ja, auf was gehen wir denn da rein hier?
Ich glaube, wir hatten den zweimal. Wir versuchen jetzt mal ihn hier. Vielleicht funktioniert es, vielleicht nicht. Wenn nicht, ist nicht so schlimm. Kampf starten. Ja. Also das funktioniert immer noch nicht. Aber gut, ist wie gesagt noch Early Access. Ist eigentlich noch gar nicht draußen das Spiel. Aber gut, das war es soweit von der Folge wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls der Fall sein sollte, lasst gerne Bewertungen und Kommentare dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.